Père Noël veut des cadeaux. En temps normal, à cette période de l'année, l'atelier du Père Noël tournait à plein régime. Des milliers de jouets, de livres ou encore de déguisements en sortaient chaque seconde, transportés dans les airs comme par magie par des lutins surexcités. Le ronronnement des machines se mêlait au bruissement des lettres d'enfants sages qui arrivaient en masse. Les rennes faisaient claquer leurs sabots et le Père Noël usait de sa grosse voix pour encourager toute son équipe. Le grand orchestre de Noël était en marche. Der Weihnachtsmann will Geschenke. Normalerweise um diese Jahreszeit läuft die Fabrik des Weihnachtsmann auf Hochtouren. Tausende von Geschenken, von Büchern oder von Verkleidungen kommen jede Sekunde raus und werden von eifrigen Kobolden wie bei Zauber über die Luft transportiert. Man hört das Surren der Maschinen und das Geräusch des Papiers von den Briefen aller braven Kinder. Die Rentiere lassen ihre Hufen auf dem Boden klatschen und der Weihnachtsmann nutzt seine große Stimme, um sein ganzes Team anzufeuern. Das große Weihnachtsorchester ist auf dem Marsch. Der Weihnachtsmann will Geschenke. Normalerweise lief zu dieser Jahreszeit die Werkstatt des Weihnachtsmanns auf Hochtouren. Jede Sekunde kamen tausende Spielzeuge, Bücher und auch Verkleidungen zum Vorschein, die von überdrehten Helfen wie von Geisterhand durch die Luft transportiert wurden. Das Summen der Maschinen mischte sich mit dem Raschen der Briefe der massenhaft ankommenden braven Kinder, die Rentiere klapperten mit den Hufen und der Weihnachtsmann ermutigte sein ganzes Team mit seiner großen Stimme. Das große Weihnachtsorchester spielte. The Walking Dead. Comment Norman Reedus s'en sort en France? Le déménagement en Europe donne évidemment une autre ambiance à The Walking Dead. Il y a de l'histoire dans l'histoire, c'est une sensation très différente. On reprend tout ce que vous attendez d'une série Walking Dead, mais dans une toute autre dimension. Ceci étant dit, Norman Reedus insiste sur le fait que ce n'est pas une continuation dans la foulée du grand final. C'est une remise à zéro, dit-il. Vous apprenez beaucoup de choses après 12 ans à faire une série. On avait un trop gros casting, mais là, c'est plus resserré. C'est une sorte de nouveau départ pour nous, avec toutes les choses que nous aimons faire, et juste un tas d'autres nouvelles choses. The Walking Dead. Wie kommt Norman Reedus zurecht in Frankreich? Der Umzug nach Europa gibt der Serie The Walking Dead natürlich eine andere Stimmung. Es ist eine Geschichte in der Geschichte. Es ist eine sehr unterschiedliche, es ist ein sehr unterschiedliches Gefühl. Wir nehmen viele Sachen wieder, die man von The Walking Dead erwartet, aber in einer anderen Dimension. Dies gesagt, betont Norman Reedus auf die Tatsache, dass es keine Fortsetzung ist nach dem großen Final von The Walking Dead. Es ist ein Neuanfang. Man lernt vieles nach 12 Jahren in der gleichen Serie. Der Casting war vielleicht zu groß, hier ist es ein bisschen kleiner. Es ist eine Art Neuanfang für uns mit allem, was wir machen mochten und vieles, was Neues ist. The Walking Dead. Wie geht es Norman Reedus in Frankreich? Der Umzug nach Europa verleiht The Walking Dead offensichtlich eine andere Stimmung. Es gibt Geschichte in der Geschichte. Es ist ein ganz anderes Gefühl. Wir nehmen alles, was man von einer Walking Dead-Serie erwartet, aber in einer ganz neuen Dimension. Davon abgesehen besteht Norman Reedus darauf, dass dies keine Fortsetzung nach dem großen Finale ist. Es ist ein Reset. Nach 12 Jahren Serienproduktion lernt man viel. Wir hatten einen zu großen Gips und aber dort ist es enger. Es ist eine Art Neuanfang für uns, mit all den Dingen, die wir gerne gemacht haben und nur ein paar anderen neuen Sachen.
Also man merkt schon, dass Google sehr genau arbeitet. Alles, was mit Vokabel zu tun hat, das sitzt. Da, wo ich zum Beispiel, wo mir da das Wort nicht gleich eingefallen ist, sei es Weihnachtself oder wo ich da Kobold draus gemacht habe. Oder das mit dem Rascheln der Briefe, wo ich da vom Papiergeräusche gesprochen habe. Es ging auch um das Klappern der Hufen. Also abgesehen von den ganzen Grammatikfehlern, die ich gemacht habe, wo Google eigentlich sehr sauber arbeitet. Das sitzt alles und das finde ich beeindruckend. Manchmal ist es mit den Zusammenhängen ein bisschen schwieriger für das Programm. Haben wir da zum Beispiel im Märchen. Es wird von der massenhaft ankommenden braven Kinder gesprochen. Im Originaltext geht es um die Briefe der Kinder. Und das erkennt das Programm nicht, aber der Rest finde ich extrem gut. Also der im letzten Satz vom ersten Text da, was habe ich gesagt, das große Weihnachtsorchester ist auf dem Marsch. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe dann formuliert, quasi ein bisschen deutsch klingend, was da im Originaltext klang. Und da hat mich Google auch schon ein bisschen beeindruckt, weil statt auch das große Weihnachtsorchester ist im Gange oder sowas draus zu machen, was 1:1 Übersetzung gewesen wäre, hat daraus das große Weihnachtsorchester spielte gemacht, was eigentlich viel mehr Sinn macht und auch schöner klingt. Also es ist für mich hier eine steckreife Übersetzung, also vom Text, also vom Schriftlichen ins Gesprochene. Ich bin zusätzlich auch ein bisschen aus der Übung, also mache ich auch nicht mehr jeden Tag. Aber diese Geschwindigkeit von Google, da kann niemand schlagen. Natürlich, wenn du das schriftlich machst, eine ganz normale Übersetzung, dann hast du auch Zeit zum Recherchieren. Du liest ja auch den ganzen Text erstmal komplett und dann weißt du, worum es geht eigentlich. Aber zeitlich ist es natürlich nicht, bist du dann nicht konkurrenzfähig mit der Software. Ich finde allerdings, dass es, man merkt es, also im Dolmetschen bist du eher, also war ich eher dann im gesprochenen Bereich unterwegs. Und die Kanäle sind auch ein bisschen anders. Also du hörst es und also es steht nicht alles vor deinem Auge. Und auf jeden Fall merkt man im zweiten Text über The Walking Dead, wo mehr zitiert wird, auch wenn Norman Reedus das bestimmt nicht auf Französisch gesagt hat, wie es im Text stand. Und das war auch schon eine Übersetzung, nehme ich an, von seinen Zitaten. Da merkt man stärker, dass die Maschine sehr gut das Geschriebene dann übersetzt, also das Gesagte, aber nicht das Gemeinte. Und da haben wir auch dieses Problem mit, wo war das, mit diesem Gips. Wir hatten einen zu großen Gips und es ging eigentlich um Casting, also zu viele Schauspieler. Zeitlich gegen die Maschine, da, also das Programm gewinnt immer, da kann man nichts machen. Man kann das natürlich auch vielleicht nutzen, um dann Respeaking zu machen, so neu formulieren und natürlich muss man da auch kontrollieren, ob alles passt, weil diese Zusammenhänge, die nicht von der Maschine verstanden werden, dann können da recht problematisch werden, wo ein Mensch das schnell begreift oder sofort sogar. Beeindruckend, was die Programme dann innerhalb der letzten 10 Jahren dann an Fortschritte erzielt haben. Da, wo es noch ein bisschen hakt, ist bei den Zusammenhängen. Es liegt aber daran, dass du auch oft oder fast immer den kulturellen Kontext brauchst, um eine Situation richtig zu bewerten und dementsprechend auch darauf reagieren und auch das Richtige sagen kannst oder wenigstens eine
konsistente Antwort geben kannst. Da braucht man auch Empathie und das schafft die Maschine sowieso nicht. Es ist das Gleiche mit Humor oder Ironie. Da ist man noch sehr weit davon entfernt, dass die Maschinen das überhaupt schaffen, glaube ich.